Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Helene Fischer sitzt weiterhin auf dem Thron der deutschen Rangliste. Komme nicht über die Betrunkenen hinweg, Rocklegende Helene Fischer muss sich geschlagen geben. Thomas Seikelkamp. Klicke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wir laden Sie ein, sich den heutigen Inhalt anzusehen. Die Bestenliste gehört nach wie vor Helene Fischer, mit Rausch belegt Queen Schlager nach wie vor Platz 1 und schlägt sogar die legendären Rolling Stones. Schlager Queen Helene Fischer bleibt auf Platz 1, Rausch gewinnt Rolling Stones. Helene Fischer freut sich, dann bekam ich gestern die Nachricht, zweiter Woche an der Spitze der Albumcharts. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist verrückt, ich danke dir von ganzem Herzen, schrieb die Schlagersängerin auf Instagram und bedankte sich bei den Fans für den riesigen Erfolg von Rausch. Das berichtet extratipp.com von It Media. Berlin Helene Fischer, 37, ist jetzt ein Riesenhit, mit Rausch stieg die Schlagerkönigin nicht nur auf Platz 1 der heimischen Charts, sondern wurde auch das erfolgreichste Album, das 2021 herauskommt. Aber auch in der zweiten Woche nach der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums sticht bei 37 nichts mehr heraus und das trotz der Konkurrenzunruhen. Dass Helene Fischer weiterhin auf dem Thron des deutschen Rankings sitzt, ist keine Selbstverständlichkeit. Letzte Woche veröffentlichten die Rolling Stones eine Gedenkausgabe ihres Meisterwerks Tattoo You, 1981. Darunter sind 9 bisher unveröffentlichte Werke sowie Aufnahmen eines Live-Konzerts aus dem Jahr 1982 im Londoner Wembley Stadion. Aber für legendäre Rocker ist es unmöglich, die Schlager-Queen zu schlagen. Tattoo You erreichte Platz 3 der lokalen Charts und musste sich auch Are You From the Top of the World, dem 15. Studioalbum der amerikanischen progressive Metalband Dream Theater, geschlagen geben. Für die Band hierzulande war es der zweitgrößte Erfolg ihrer Geschichte. Mit Time Gap übernahmen sie 2019 sogar die Führung. Allerdings gab es damals keine Konkurrenz von Helene Fischer. Sie fühlt sich auf ihrem Thron wirklich wohl. Können Sie das Vermögen Ihres Lieblingsstars erraten? Nicht nur du kannst denken. Thomas Seidel ist bekannt für seine Show Good Beat Germany, The Emigrants. Als er zum ersten Mal in der Show zu sehen war, wagte er den Sprung nach Amerika, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Es war das erste Mal, dass er Texas betrat. Bitte hinterlassen Sie unten einen Kommentar, damit wir den Inhalt besser verbessern können. Wünsche dir Momente der Entspannung und des Spaßes. Wir sehen uns morgen in den neuesten Nachrichten.